Die Spaltung der Gesellschaft, die durch die Corona-Politik Einzug gehalten hat in die Geimpften und die Ungeimpften, die ist viel gefährlicher als das Virus selbst. Im Grundgesetz sehe ich nirgends die Unterscheidung zwischen geimpft oder ungeimpft. Sie steht da nicht. Im Grundgesetz von Deutschland steht, alle Menschen sind gleich. Und dafür stehen wir als AfD ein. Alle Menschen sind gleich vor dem Gesetz. Und wenn das für die Regierungsparteien nicht mehr gilt, dann sind wir das letzte Bollwerk der Demokratie und der freiheitlichen Grundrechte, liebe Freunde. Ich will das nochmal betonen. Jeder, der sich impft und sich damit vor dem Virus schützen will, in Ordnung. Das ist gut so, kann er gerne machen. Aber jeder, der sich impft, schützt niemanden anderes als sich selbst. Weil er ist genauso ein Überträger von Viren wie jeder Ungeimpfte. Und deshalb gibt es keinen Grund, eine Zweiklassengesellschaft einzuhalten. Ob man sich selber schützen will, muss jeder Bürger selbst entscheiden. Und dafür stehen wir. Wir stehen für die Selbstbestimmung eines jeden Bürgers und für die Freiheit der Menschen in unserem Land. Wir sind die Partei der Freiheit. Und darum ist es ganz wichtig, dass wir am Wahltag die Freiheit unserer Bürger, die individuelle Freiheit von uns selber verteidigen. Und wir als AfD sagen eines ganz klar: Wir wollen nicht, dass der Staat alle Lebensbereiche von uns regelt. Sowas hatten wir schon mal, sowas nennt sich Sozialismus. Und ich glaube, wir in Deutschland sind darüber hinaus. Ich sehe selbstbestimmte und freie Bürger, und darum müssen wir gemeinsam dafür sorgen, dass wir diese Freiheit in Baden-Württemberg, im Kreis Böblingen, in Deutschland bewahren.